Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe, nicht allein in Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen, nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Ich weise darauf hin, dass auch das Staatsgesetz vorsieht, aber auch die landesgesetzlichen Bestimmungen, dass wir eine inklusive Schule haben, also ausgewogene Verteilungen, keine Sonderklassen, weder für Sprache, weder für Beeinträchtigung noch irgendetwas anderes. Aus wissenschaftlicher Perspektive gibt es keine Evidenz für die Wirksamkeit separater Beschulung. Das wissen wir aus verschiedenen Ländern und ich denke, dass wir schlechte Modelle nicht kopieren sollten. Also auch in ländlichen Gebieten können die Schüler, haben wir sehr gute Schüler, die ein sehr hohes Niveau haben und andere, die noch einiges aufzuholen haben. Also es gibt hier keine relevanten Unterschiede. Also die Direktorin hat die Klassenzusammensetzung bereits neu geregelt, die Schülerinnen und Schüler neu eingeteilt und das auch den Eltern mitgeteilt. Doch die Welt, sie hat sich dreht. Und in Klassenzimmern geht es nicht mehr nur still und leise, denn die Kinder kommen weise aus Ländern fern und nah zugleich, bringen mit die Sprachen reich, wie beim alten Turmbau Babel, wo das Wort ward wie ein Kabel, das die Menschen auseinander statt zusammenhält. Doch andere lehren uns, dass im ganzen Großen jede Zunge hat ihr Glosen. So sitzt nun der Lehrmeister da, sieht vor sich die bunte Schar, die in vielen Zungen spricht, wo das eine Kind noch dicht, neben dem mit fremdem Wort plötzlich schafft ganz neuen Ort. Jede Sprache, die sie lernen, kann den Horizont erweitern, und der Lehrer klug und fein sammelt all das Wissen ein. Nicht nur lernen soll es sein, sondern mit dem Herzen rein, Inklusion, das Ziel uns weise, dass kein Kind verloren im Kreise, gleich ob's anders lernt, versteht oder auch mal Hilfe fleht. In dem Klassenzimmer heiter geht die Bildung Schritt um weiter, denn ob schnell, ob langsam gar, jeder wird ein bisschen klar. Doch der Fortschritt, wie man sagt, der hat einen Haken. Frag, ob die Weisheit, die wir rühmen, in der Vielfalt wird erblühen oder ob das bunte Treiben nur die Klarheit wird vertreiben. Denn was nützt es, wenn zum Schluss keiner mehr so recht was muss? Wenn die Bildung, so verworren, endet wie im Babeltor in Kakophonie statt Harmonie und keiner weiß, was tun wir hier? Am Ende bleibt ein leises Hoffen, dass all das Streben nicht verpuffen, doch wie oft die Geschichte uns gezeigt in ihrem Lichte, dass der Mensch bei allem Streben selten lernt aus eigenem Leben. Und so bleibt am Ende stehen, was die Alten schon gesehen, dass das Wissen, wie wir es meinen, auch vergehen kann in den Reihen derer, die einst hochgemut meinten, Bildung tut uns gut.